Stretchy, any idea what it means? Dear humanity, we regret being alien bastards. We regret coming to Earth. And we most definitely regret the Corps just blew up our raggedy-ass fleet. Hoorah! Regret is a name, Sergeant. The name of one of the Covenant's religious leaders, a prophet. He's on that carrier, and he's calling for help. Immediate. Grid Kilo 2-3 is hot. Recommend mission abort. Roger, Recon. It's your call, Sarge. We're going in. Get tactical, Marines! Mr. Chief, get aboard that carrier. Secure the Prophet of Regret. This is the only place on Earth the Covenant decided to land. That Prophet is going to tell us why. Whoa. Ja, und mit dieser wunderbaren Sequenz begrüße ich ganz herzlich hier zum Halo 2 Kampagnen-Let's Play auf dem Halo-Cluster. Ja, ihr seht schon, ich habe das Ganze hier auf Englisch gestellt, weil ich eben nur die englische Version habe. Und ja, ganz kurz, ich mache das alleine hier. Ich spiele die vierte Mission, das ist glaube ich, die heißt Außenposten oder so ähnlich. Und wir sind jetzt quasi auf der Suche nach dem Propheten. Von irgendwas, ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Und müssen hier erstmal diesen Außenposten sichern. Das werde ich natürlich so gut wie es mir möglich ist versuchen. Ich habe aber allerdings, ich glaube, 4 Schädel oder so angemacht. Davon hat keiner irgendwie. Der macht es nicht schwerer, sag ich mal so. Ich habe einmal unendlich Munition an. Dann, dass die Grunts so bei sind. Wie schimpft sich das beim Kopfschuss, einfach so geile Konfetti-Explosion abgeben. Und dann habe ich noch diesen seltenen Dialoge öfter drankommen. Den habe ich auch noch an und dann noch irgendeinen. Ah genau, jedes Mal wenn ich respawne, ist irgendein Element von meinem HUD hier nicht da. Also entweder das Radar oder mein Fadenkreuz oder die Munitionsanzeige. Ja, was in dem Fall natürlich jetzt egal ist, weil ich halt unendlich Munition habe, aber... Naja. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Stachy. Ich mache ab und zu, habe ich mal früher Videos gemacht. Mal jetzt eigentlich nicht mehr so, aber ich habe jetzt hier gedacht, als ich das Video gesehen habe, mit dem Community Let's Play, aber ja, da könntest du eigentlich mal wieder was machen. Was auch mit ein Grund ist, warum ich eigentlich keine Videos mehr mache, weil es einfach mega auf den Sack geht. Weil es einfach manchmal einfach abbricht und so weiter. Das heißt, ich hoffe, es bleibt jetzt hier alles locker luftig. Ich kann die Mission hier schön zu Ende spielen. Und ja, wenn ich mich recht erinnere, ich habe die Kampagne auch schon gespielt, also dann die erinnere ich noch, da muss ich jetzt eigentlich erstmal hier bleiben und diesen Außenposten hier verteidigen. Das ist mit unendlich Munition und einer schönen Battle Rifle natürlich extrem angenehm. Ich hoffe, dass der Sound passt. Das müsste eigentlich hinkommen. Nur das nämlich, gib mir deine Sniper, Kollege. Musst du gar nicht hier wegrennen. Ich meine, man kann die den noch abnehmen, oder? Well, that buggers, heading over the rooftops. Ah, wunderbar. Oh nein, die Viecher. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Aber sie nerven. Sie nerven echt. Ach ja, ich spiele übrigens auf normaler Schwierigkeit. Damit es nicht zu lange dauert, weil ich möchte das ja noch nicht unnötig in Länge ziehen, weil ich möchte es ganz gerne in einem Video machen. Und ich finde eigentlich diese Aktion... Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also vom Halo Cluster, ich gucke mir die Videos selber gerne an. Das hat was, finde ich. Hat man die ganze Kampagne irgendwie einmal durchgespielt. Und hat aber immer wieder ein bisschen Abwechslung dabei, weil ich mache jetzt ein ganz normales Let's Play. Das heißt, ich mache nichts Besonderes, also, aber es gibt natürlich auch Leute, die machen dann
irgendwelche besonderen Sachen damit rein. Die machen irgendwie irgendwelche Speedruns oder machen irgendwelche Challenges dazu mit einem Core-Partner oder sowas. Da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich versuche einfach hier die Kampagne schnell fertig zu kriegen. Das heißt schnell. Ich will mir das alles relativ genau angucken, damit ich da auch mal ein bisschen drauf achte und auch so wechseln, so wie es jetzt gerade ist. Dass ich so mal zwischendurch mal reingucke, wie es früher aussah und was für Unterschiede es jetzt gemacht hat. Jetzt kommen die hier von oben, ne? Ich habe es mir jetzt natürlich sehr einfach gemacht mit unendlich Munition, aber so macht es mir persönlich halt Spaß, vor allem weil ich die Kampagne ja schon mal gespielt habe. Macht es mir so mehr Spaß, wenn ich dann nicht so Stress habe. So. Also ich finde, ganz ehrlich, da haben sie echt gut hingekriegt. Ich meine, ich spiele es jetzt auch schon lange draußen. Und einige Sachen haben sie ja verkackt, das wissen wir ja. Aber wenn ich das mal so sagen darf, ich finde, das sieht gut aus. Und das spielt sich auch echt gut. So, wann können wir jetzt mal hier weitermachen? Ich glaube, jetzt kommen hier gleich Jäger raus aus der Tür da. Habe ich eigentlich auch unendlich Granaten? Ja, oh, dann macht das alles ja ein bisschen mehr Spaß wieder. Oh ja, da kommen sie jetzt raus. Dann schon. Gegengeklopft. Oh. Einfach die Granaten hinschmeißen. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Naja. Aber schon. Ich hoffe, es war nicht irgendwie vorgegeben, welche Empfindlichkeit man spielen muss oder so. Ja, das ging schnell. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig. Okay, wir sollen jetzt unsere Partner finden. Wir sollen uns jetzt irgendwie mit denen zusammen stoßen. Oh, da ist ein Sniper. Hallo. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist die vierte Mission. Ich weiß nicht, wer die anderen Missionen macht. Ich denke, der liebe Flash Tigers, der Flashy, der wird bestimmt auch noch eine machen. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, was die anderen so machen. Oh, an die Mission erinnere mich noch. Wir sind jetzt gleich irgendwie auch Leute mit Schwertern, glaube ich, oder? Eigentlich waren hier Leute mit Schwertern. Ja genau, ich frage mich mal, wer alles noch Videos machen könnte. Ich meine, weil so viele Leute gibt es jetzt im Endeffekt auch nicht, die das machen würden. Jetzt mal abgesehen von den Leuten, die sowieso beim Cluster dabei sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wow. Nicht dumm. Ist er hinter mir? Ah, da. So. Ich bin sehr erfreut, dass mein Elgato bis jetzt noch nicht irgendwelche Faxen gemacht hat. Weil das wäre echt belastend. Ich hab glaube ich sogar in diese... Man konnte ja so ein Einsendeformular machen, wo man sich quasi wir beworben hat, um dieses Let's Play. Und da habe ich glaube ich sogar mit reingeschrieben, ja, ich hoffe alles funktioniert, weil ne, wegen den bekannten Fehlern momentan, aber naja. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube bei der Mission müsste man doch gleich auch noch mit einem Warthog außen rumfahren, glaube ich, oder? Und dann noch, es dämmert mir. Ich weiß es nicht genau, ich kenne die Kampagne leider alle nicht so gut. Aber ich glaube, ich bin jetzt noch nicht gestorben. Okay, ich spiele auf normal, aber Elite.
Ach, ich liebe es, wenn die ganzen KIs einfach richtig schlecht sind. Ich finde es einfach lustig. Da kann man die auch ein bisschen verarschen und so weiter. Es macht ganz schön Spaß, finde ich. Good one, amigo. Was war das denn bitte? Ist hier ein Mexikaner oder was? Don't stop shooting, naja. Sir. Es ist dämmert mir. Sugarwater. Ich fände es persönlich cool, wenn man hier dann auch sowas machen könnte. Besondere Sachen irgendwie wirklich da drauf. Ausschießen. Ah, ich. Hier. Taschenlampe. Wer raucht denn bitte? Ist ja lächerlich. Ach, hier sind noch Gegner. Oder bleiben die einfach hier? Okay. Muss ich wohl alleine reingehen. Wow, 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 wow. Shit. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr, dass es auf Englisch ist. Ich werde versuchen, da so ein bisschen, wenn jetzt gerade so eine Zwischensequenz oder ähnliches kommt, ich weiß es nicht genau, ob es der Fall ist bei der Kampagne hier, also bei der Mission, werde ich auf jeden Fall für die Leute, die es nicht verstehen, einmal kurz sagen, was ich denn jetzt machen muss, beziehungsweise was gerade geschehen ist. Also wir versuchen jetzt gerade immer noch unsere Verbündeten zu finden. Wie auch eine Marine-Einheit. Die sind hier unten, glaube ich, auch schon. Da sind sie, genau. Und jetzt, genau, jetzt müssen wir mit dem Warthog hier... Genau, ich erinnere. Ist eigentlich eine ganz coole Mission. Ich glaube, ich werde gleich auch 100%ig mal die Waffe wechseln, weil sonst wird es ja wirklich langweilig. Könnte ich eigentlich direkt mal hier anfangen. Nehmen wir mal das Plasma-Gewehr hier mit. Passt schon so. Ich darf fahren. Here we go, here we go, here we go now. The highest concentration of is directly below. Genau wegen sowas habe ich diesen einen Schädel an. Er hat gerade einfach gesungen. Ich finde sowas total cool. Komm schon, steig ein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er jetzt nochmal was sagt. Der. Bin jetzt in die falsche Richtung gefahren. Naja. Kommt davon, wenn man hier Faxen macht. Nein! Ja, genau, jetzt ist hier. Oh man, I love the beach. I hope you packed a suit, mate. Genau wegen sowas, ich liebe es einfach. Er hat jetzt gerade gesagt, er liebt den Strand und der andere meinte nur zu ihm, ja, ich hoffe, du hast einen Badeanzug mitgebracht. Und wegen sowas finde ich einfach cool. Also er bringt auch ein bisschen Charakter in die ganze Sache rein. Ich muss jetzt aber einmal kurz den Sniper da oben. Habe ich gerade gesehen, den Sniper muss ich einmal wegmachen. Damit hier nicht gefährlich wird. Komm schon. Die Marines sind schon ein paar gute Leute. Ja genau, meine Mikroqualität ist vielleicht nicht so gut. Ich habe letztens, ist eigentlich, ich weiß nicht, ich hatte das Triton 720 Plus eine Zeit lang. Also eine Zeit lang relativ lange, war eigentlich zufrieden damit. Und dann habe ich das, den einen Tag habe ich einfach mal das Mikro dann, also mein Headset, habe ich auf meinem Bildschirm gehängt, als ich nicht mehr gespielt habe. Am nächsten Tag habe ich es genommen und dann ging einfach mal das Mikro nicht mehr. Da hatte ich noch ein anderes Mikro davon, also von Triton hatte ich noch ein anderes Mikro, habe ich das dann mal probiert? Ging auch nicht.
Raus da. Und jetzt habe ich so ein Billig-Headset. Damit ich wenigstens auch mal reden kann über Skype oder so am PC. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern schlecht ist die Qualität, aber ich hoffe, es ist erträglich. Und wenn es nicht erträglich ist, dann hier Flash-Steigers, wenn du das jetzt gleich nochmal anhörst, ne? Dann sag einfach Bescheid, dann muss es ein anderer machen. Ich hoffe natürlich, dass alles in Ordnung ist. So, hier. Ich werde jetzt einfach versuchen, die Leute nur zu stacken, also nur mit Granaten. Die finden nur mit Granaten fertig zu machen. Ah. Uiuiui, da musste ich einmal kurz niesen. Ah, ich wollte ja stunten, ne? Okay, dann mach ich jetzt aber auch wirklich. Oh, was? Warum war der auf einmal unten? War da auf einmal unsichtbar? Krass. Ich bin gerade voll verwirrt, hier passiert so viel. Die Leute hier. Ah, nicht sterben. Jawohl. Ich glaube, jetzt dürfen wir weitergehen. Wann kommt mein Warthog hier mal wieder? Oh, der kommt einfach gar nicht. Also ich finde, eigentlich könnte man das auch für die anderen Kampagnen... Ach, da ist er. Könnte man das für die anderen Kampagnen auch noch machen. Weil ich finde, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt auch nochmal dran mitmachen würde, aber... Wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, wie das ankommt. Aber ich finde es... Ich finde es eine gute Idee. Also sagen wir es mal. Oh. Jetzt wird's unlustig, meine Freunde. What? Hey, you beat me! Do that! Die Kampagne ist einfach schon so oft gespielt und es macht immer noch Spaß. Es ist einfach cool. Ich glaube, ich habe bestimmt 4 Jahre gebraucht, um mal zu verstehen, dass ich mit dem Rocket Launcher auch anvisieren kann. Also das ist wirklich... Ich meine, online braucht man es jetzt nicht, aber... Trotzdem. Ich werde jetzt hier einfach mal switchen und jetzt ein bisschen auf der Sicht hier weiterspielen. Na, ich glaube jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt glaube ich, werde ich direkt erstmal sterben. Jetzt werden wir auch den ersten... Nein, ach Kacke. Jetzt werden wir auch den ersten Wechsel mal sehen hier. Ich weiß nicht, glaube ich, mach's einfach mal. Ich werde weiter. Fahren wir einfach mal weiter durch. Wenn wir jetzt nicht
keinen Bock, das nochmal zu machen. Jetzt hol ich mir erstmal wieder die Rocket. Den Rocket Launcher. Damit hier auch alles. Ja, okay, dann warten wir jetzt mal hier auf die. Ach Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das tut mir furchtbar leid, Leute. Nein. Nein. Vielen Dank. Uiuiui. Ich werde jetzt einfach hier kurz mit dem Rocket Launcher einfach mal aufräumen. Damit wir auf dem gleichen Stand wie gerade eben sind. Und da hinten mache ich dann auch die alte Grafik wieder an. Ach, der Sniper ist anscheinend schon weg. So, dann gehen wir einfach mal weiter, ne? This tunnel links up to the bridge. Full of rats, if you know what I mean. But it beats swimming. Ach komm, nimm mir doch mal den Ghost hier. Ich weiß nicht, ob irgendeiner dieses Lied kennt, aber wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. So fühle ich mich immer, wenn ich mit dem Ghost durch diesen Tunnel lang fahre. Aber der fühlt sich so langsam an in Halo 2, das ist unglaublich. Genau, ich wollte eigentlich die Grafik wieder ändern. Genau, passt. Nein. Ich bin gerade am Überlegen. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie diese Mission endet, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Damit es nicht so plötzlich zu Ende ist. Aber ich habe keine, ja, absolut keine Ahnung mehr. Moment, habe ich jetzt nachgeladen oder habe ich nicht nachgeladen? Nein, ich habe nachgeladen. Mega Jump hier. Einfach durchfahren. Schon. Goblin irgendwie lang. Warte, was ist denn jetzt gerade passiert? Kann man irgendwie rauskommen? Kann man irgendwie rauskommen? Ja. Lord. Ja, hoppala. Hier rausgucken, irgendwie. Was ist hier gerade passiert? Nichts, okay. Na dann. Gehen wir mal weiter. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ach, da sind meine Kollegen. Das war jetzt nicht absichtlich. Es ist einfach passiert. Muss ich überhaupt hier lang? Muss ich da rechts rauf? Muss ich da rauf? Ich geh einfach mal hier lang. Oh Gott. Passiert da was, wenn ich da drauf schieße? Ich glaube nicht, oder? Wenn die ankommt. Ach, zu bisschen zu langsam, schade. Ah, sie warten tatsächlich auf mich, krass.
lass mich jetzt einfach mehr durch die Gegend kutschieren. Eigentlich müssten wir dem Typ jetzt einfach so eine Chauffeursuniform anziehen. Oder drauf bearbeiten oder so. Das wäre einfach so eine Mütze. Schon nochmal hier die Grafik. Als wechselt auch die Musik. Krass. Interessant. Wusste ich nicht, dass die Musik auch wechselt, wenn ich. Echt jetzt? Komm, Minium, lass mich fahren. Komm, steig ein. It's the pedal on the right, okay? Bisschen Gas geben hier, dann passt das schon. Dann ist auch alles in Ordnung. Ja, da holen wir so langsam wieder ein. Steigt doch nicht immer aus. Na, ist denn? Dann lassen wir jetzt zurück. Ich bin Spartan, ich bin Camarine, ich darf ihn zurücklassen. Ach, meine Granaten sind ausgeblendet, okay. Das mag ich jetzt eigentlich auch können. Kann ich Dinger fahren? Hallo. Schieß auf den. Das eine Transportierding ist einfach mal weggespawnt. Okay. So, ich glaube, jetzt müsste gleich immer der Panzer kommen. Ah, das war keine gute Idee. Sorry, Marines, dass ich euch da jetzt alleine lasse. Ich find's cool, wenn man so die Möglichkeiten hätte, dass man auch als Master Chief oder so auswählen könnte, was man jetzt, ob man jetzt was sagen möchte oder so. Das finde ich lustig. Ja, Marines. Treue Marines sind jetzt leider tot. Jetzt fühle ich mich voll schlecht. Na, eigentlich nicht. Ist ja nur ein Spiel. Muhahaha. Da oben müsste jetzt gleich immer der Panzer sein. Ach, ich freue mich schon auf den Panzer. Kommen jetzt die Banshees? Ich bin verwirrt, ich weiß es nicht mehr. Was? War's das schon? Ich glaube, das war's. Aber dann war das mit dem Panzer aber doch woanders. Naja, okay. Wenn es das jetzt schon war, ich hoffe, das war's. Ich meine, da unten steht jetzt der Name von der nächsten Mission. Sag ich bis jetzt mal hier. Hat mir Spaß gemacht. Einfach mal so ein bisschen die Kampagne nochmal zu spielen. Und mit diesem Community Let's Play finde ich auch eine gute Idee. Und ja, und so weiter. Mache ich jetzt mal kurz hier den Sound aus, damit ich hier noch weiterreden kann. Das werdet ihr ja alles im nächsten Let's Play sehen. Ich hoffe, der Glückliche macht das auch. Ganz schön und ja, dann verabschiede ich mich bis jetzt. Mal gucken, vielleicht mache ich auch mal wieder Videos, aber vermutlich nicht. Also muss ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Naja. Dann sage ich bis
bis zum nächsten Mal, falls ich noch eine Mission machen sollte. Und viel Spaß bei den anderen Let's Plays und auf jeden Fall den Halo Cluster abonnieren, sind gute Leute.